Ja, damit sind wir eigentlich auch schon beim nächsten Thema. Jetzt muss ich direkt gucken, wie weit ich mich hier geschaltet habe. Ich will jetzt zumindest nach der Südstadt noch ganz kurz auf zwei Quartiere eingehen. Das ist einmal das Viertel in Rohrbach. Wir nennen das das ehemalige Hospital. Das ist jetzt auch eine Konversionsfläche, die wir auch komplett gekauft haben. Die Stadtentwicklung hat ein super Konzept entwickelt. Es wird ein urbaner Stadtteil. Die werden fast alles abreißen, mit Ausnahme der historischen alten Gebäude. Dort entsteht Wohnraum, auch alternativer Wohnraum. Und dort werden wiederum Wohnräume, kulturelle Begegnungsstätten und für Rohrbach auch ein neues Zentrum entstehen. Wir gehen davon aus, dass wir in diesem Jahr auch mit dem Projekt jetzt schon in die Realisierung gehen. Was passiert auf den Patton Barracks? Denken Sie daran, wenn Sie die Speyerer Straße rausfahren, Richtung Autobahn auf der linken Seite, der alte Motorpool gegenüber der Feuerwache. Das sind die Patton Barracks. Dort werden wir einen sogenannten Innovation Park, einen Innovationspark, einen Technologiepark entwickeln. Wir haben nicht viele Flächen, von daher ist diese Fläche für uns von zentraler Bedeutung. Wir wollen, dass dort vor allem Unternehmen im Bereich der IT-Technologie, der digitalen Technologie sich ansiedeln. Wir haben eine Kooperation mit Palo Alto, dem Silicon Valley in den USA und wollen durch diesen Stadtteil, vor allem in diesem Bereich, einen neuen Schwerpunkt an Heidelberg setzen. Und ich glaube, es wird sehr gut sein für Heidelberg, über 4000 neue Arbeitsplätze und viele Firmen sind schon besonders interessiert daran. Und dann springen wir, nachdem wir die anderen Quartiere eigentlich schon in Entwicklung haben, nach Patrick Henry. Das ist irgendwo da draußen, oder? Ich sag nur, wenn Sie mal mit dem Heißluftballon über Heidelberg fliegen, dann ist Patrick Henry Village eigentlich mitten in der Region und auch für Heidelberg vom Stadtgebiet sehr zentral gelegen. Sie können mit dem E-Bike morgens in 10 Minuten auf der neuen Fahrradschnellachse aus Patrick Henry Village ins Neuenheimer Feld fahren. Sie fahren die alte Maulbeeranlage, die werden wir wahrscheinlich reaktivieren, das freut die Pfaffengründer, fahren dann über die neue Brücke in der Nähe vom Bahnhof, die neue Brücke über den Neckar und schon sind sie im Neuenheimer Feld. Kreuzungsfrei, naja gut, jetzt ganz so wird es vielleicht nicht sein. Wir haben das aber schon geschafft, auf den alten Güterbahntrassen von Heidelberg Süden können Sie heute schon kreuzungsfrei von Heidelberg Rohrbach quasi bis zur Bahnstadt kreuzungsfrei kommen. Wir bauen jetzt die Brücke über die Schienen und schon sind wir fast am Neckar. Nur über den Neckar müssen wir dann noch springen, da haben wir noch keine Beschlussfassung, aber da sind wir kurz davor und schon funktioniert das Ganze. Dieser Stadtteil ist von daher für uns von großer Bedeutung. Er liegt zentral, er ist ein super Entwicklungsgebiet und wir wollen ihn vor allem auch als Wohnquartier entwickeln. Über 10.000 Menschen sollen dort leben. Ja, Gewerbe wollen wir auch dort, aber in einem integrierten Kontext. Sie wissen, dass wir heute Gewerbegebiete nicht mehr mit rauchenden Schloten haben und die, ich sag mal, qualmen und stinken, sondern die sind integriert in einen urbanen Raum. Es geht häufig um Büroflächen. Viele IT-Unternehmen brauchen eigentlich nichts anderes als einen Stromanschluss und einen Internetanschluss und schon geht's los. Dieser innovative Stadtteil wird auch im Rahmen der IBA, der Internationalen Bauausstellung von Professor Braum, eine wichtige Rolle spielen. Wir wollen das auch bis 2021 schon in die Realisierung gebracht haben. Wir wollen im nächsten Jahr starten mit dem Bauen. Und ich bin sicher, das haben Sie auch in der Zeitung verfolgt, dass unser Ankunftszentrum für Menschen auf der Flucht, für die wir viel Engagement gezeigt haben und die für uns in Heidelberg in der jetzigen Konstellation auch kein Thema sind. Aber an der Stelle, mitten im Zentrum dieses neuen Stadtquartiers, können wir das nicht weiter realisieren. Deswegen ist es so wichtig, dass wir jetzt darauf setzen, dass dieses Ankunftszentrum, so wie zugesagt vom Land, auch verlagert wird. Mit Mannheim gibt es engste Absprachen, das läuft nicht gegen uns, sondern eher miteinander und bietet für uns von daher eine tolle Perspektive, Patrick Henry Village dann als Zukunftsstadtteil zu entwickeln. Zu den anderen Themen aber nur ganz kurz. Wussten Sie, dass wir 112 Millionen Euro für Kinder- und Jugendförderung in Heidelberg ausgeben? Wahrscheinlich nicht. Ist ja auch schwierig zu fassen, die Summe. Ich sage, jeder fünfte Euro fließt in die Bildung.
Und ich glaube, wir können nichts Besseres machen, als unseren Kindern eine qualifizierte Bildung anzubieten. Dann haben sie die besten Zukunftschancen. Dann brauchen sie eigentlich nur noch einen vernünftigen Arbeitsplatz und schon sind sie eigentlich glücklich. Und es ist dann schon wohltuend, wenn man auch mal sagt, dass was wir politisch vom Gemeinderat, von der Stadtverwaltung umgesetzt haben, dass das auch Früchte trägt. Die Bertelsmann Stiftung hat gesagt, Heidelberg ist die Stadt in Deutschland mit dem besten Schulsystem, nicht nur einer tollen Universität. Wir sind die einzige Stadt in Deutschland, die es tatsächlich geschafft hat, dass Kinder aus Migrationsfamilien und mit einem sozialen Hintergrund, der vielleicht nicht immer dafür spricht, dass man jeden Nachhilfeunterricht auch finanzieren kann, dass diese Kinder den quasi gleichen Bildungsabschluss schaffen wie Kinder auch aus, ich sag mal, etwas wohlhabenderen Familienhäusern. Das ist etwas, wo die Schere nicht auseinandergeht, wo wir auch ein bisschen stolz drauf sein können. Und es zeigt, es ist möglich. Sie müssen aber dann auch Deutschsprachförderung in jeder Schule anbieten. Sie müssen dann aber auch Schulsozialarbeit fast in jeder Schule anbieten. Dann können Sie die Kinder mitnehmen, nicht selektieren, und schon haben Sie eine Perspektive aufgebaut, die für eine Stadt von enormer Bedeutung ist. Und es zeigt auch, dass wir in diesem Bereich mittlerweile Spitzenplätze einnehmen, natürlich auch bei der Kinderbetreuung, und haben jetzt vom Gemeinderat, das ist auch etwas Besonderes, noch eins draufgesetzt: Sie können Ihr Kind hier in Heidelberg kostenlos in eine Kita geben. Das war schon immer so, wenn Sie kein Einkommen haben. Sie können sie aber jetzt kostenlos in die Kita geben, wenn Sie normales Einkommen haben. Also wenn Sie nur ein normales Einkommen haben, haben Sie die Möglichkeit, Ihrem Kind tatsächlich eine tolle Perspektive zu bieten. Und weil Sie wissen, dass wir mittlerweile fast den ganzen Tag über begleiten und betreuen, bekommen wirklich alle Kinder eine tolle Bildungschance. Nur noch mal eine andere Zahl. 48% der Kinder mit Migrationshintergrund gehen aufs Gymnasium. Einfach mal sowas ein bisschen im Hinterkopf behalten. Es ist einfach unglaublich fantastisch und zeigt, dass wir mit den Investitionen richtig liegen und dass wir auch mit dem B-Hoch-3-Projekt, was wir jetzt gerade für 32 Millionen eingeweiht haben, direkt hinter uns auf dem Gardamerplatz genau auf der richtigen Ebene liegen. Und wer natürlich auch die Frage steht, ja, aber wie sieht es denn aus jetzt mit der sozialen Gerechtigkeit in der Stadt? Es gibt viele, die sind wohlhabend, aber denkt man denn auch an mich? Ich kann nur sagen, wir haben ein Sozialticket für den öffentlichen Nahverkehr, dass wir es eigentlich jedem ermöglichen, auch mit dem öffentlichen Nahverkehr unterwegs zu sein. Bei uns ist es möglich, wenn du kein Einkommen hast, auch ins Theater zu gehen, in den Zoo zu gehen. Alles kostenlos, wenn du das Interesse daran hast, das zu machen. Wir haben den Heidelberg-Pass dafür als Instrument gefasst, sodass du dich auch nicht outen musst, sondern du kannst ganz normal einfach zu einer Kultureinrichtung gehen, den Heidelberg-Pass vorlegen und hast die Möglichkeit, dort hineinzugehen. Dafür wenden wir alleine über 100 Millionen auf und es sind viele freiwillige Maßnahmen dabei, um dies zu ermöglichen. Es zeigt, dass uns und auch mir persönlich sehr viel daran gelegen ist, dass wir keine Stadt schaffen, wo die sozialen Ungleichheiten zu groß sind, dass wir ein Miteinander schaffen und dass wir insbesondere natürlich auch an die denken, die nicht so viele Perspektiven, nicht so viele Möglichkeiten haben. Und das Thema Wohnraum ist natürlich auch eines, was zentral ist. Kannst du es dir überhaupt leisten, in dieser Stadt zu wohnen? Deswegen war auch dieses Projekt in der Südstadt so wichtig, wo ich gesagt habe, wir gehen auf 70% bezahlbaren Wohnraum. Wir werden auch den PhD und auch jetzt beim Hospital wieder darauf achten, dass das für uns ein großer Schwerpunkt ist. Wir wollen keine Brennpunkte, wir wollen eine gute Durchmischung, aber wir setzen uns dafür ein, dass wir Instrumente anwenden, die man sonst kaum verwendet. Wir kaufen und verkaufen nur an denjenigen, der unseren Kriterien auch entspricht. Und damit sind wir natürlich hervorragend aufgestellt. Wir haben jetzt über 3.700 Wohnungen in den letzten 5 Jahren fertiggestellt. Das haben wir noch nie gemacht in dieser Geschwindigkeit. Auch bundesweit ist das absolut beachtenswert. Und es zeigt, dass wir auch was tun, um dem Bedarf Rechnung zu tragen, hier in dieser schönen Stadt zu leben.
Wussten Sie, dass wir die Fahrradstadt Nummer 1 sind? Nein. Nein. Fühlt auch nicht jeder so, weil jeder denkt, mein Gott, wieso hört denn auf einmal der Fahrradweg hier auf, wo ich erwarte, er geht eigentlich weiter. Ich weiß, da ist noch viel zu tun, aber man muss auch wahrnehmen, wir sind die Stadt mit der höchsten Nutzung an Fahrradfahrern. Also wir sind schon sehr weit vorne. Wir wollen jetzt über Fahrradfernachsen und Schnellachsen diese Systeme ausbauen. Wir machen regelmäßig mit dem ADFC, mit dem Allgemeinen Deutschen Fahrradclub, Gespräche, wo wir noch was verbessern können. Das ist ein Weg, den man nicht von jetzt auf gleich umschalten kann. Aber ich brauche natürlich auch, ja, das muss man ganz offen sagen, die Akzeptanz der Bevölkerung, dass wir bei manchen Streckenabschnitten auch eine Entscheidung treffen, hier kann jetzt nicht mehr geparkt werden, weil ich brauche einen sicheren Schulweg, der ist zwingend, auch nach unserem Sicherheitsaudit, und ich brauche auch einen sicheren Fahrradweg, und dann fehlt natürlich was, und das kann eigentlich nur zulasten auch des Individualverkehrs gehen. Das mag nicht jeder, dort, wo es aber sinnvoll ist, müssen wir es machen, und ich hoffe da auch auf Ihre Unterstützung. Wenn man all diese Themen sich vergegenwärtigt, kommt einem natürlich sofort eins in den Sinn, mein Gott, wie will denn der das bezahlen? Wie will denn die Stadt das bezahlen? Das ist ein Riesenthema. Das gebe ich ganz offen zu. Ich gebe auch offen zu, wenn ich der Oberbürgermeister von Duisburg wäre, dann könnte ich Ihnen das leider nicht vorstellen. Und ich kann Ihnen auch nicht die Angebote machen, dass Sie einen Bürgerservice in jedem Stadtteil haben, dass Sie ein Seniorenzentrum in jedem Stadtteil haben und, weil ich finanziell nicht dazu in der Lage bin. In Heidelberg ist die Situation Gott sei Dank anders. Wir haben es geschafft, dass auch die Großen bei uns bleiben. Heidelberger Zement hat den Hauptstandort nicht verlagert, sondern ist in Heidelberg geblieben. MLP ist in der Kurfürstenanlage, SAP ist mit dem SAP App-House nach Heidelberg gekommen. Wir haben viele neue Unternehmen, die nach Heidelberg kommen. Selbst die BASF hat den großen Bereich der Katalyseforschung hier in Heidelberg im Pfaffengrund. Da steht nur nicht groß BASF drauf, ist uns aber egal, weil es ein wichtiger Wirtschaftspartner ist. Und wir haben unzählige mittelständische Unternehmen, dass Heidelberg mittlerweile fast 120.000 Arbeitsplätze hat. Bei 150.000 Einwohnern wird Ihnen klar, wie stark wir auch im wirtschaftlichen Bereich sind. Ohne das, ohne die Einnahmen auch aus dieser Gewerbesteuer, könnten wir uns die anderen Programme auch nicht leisten. Ich sage das immer wieder, es ist eine Perspektive für unsere Kinder, für uns selber. Es schafft uns auch Möglichkeiten, so zu leben, wie wir uns das wünschen. Deswegen können wir da auch durchaus ein bisschen stolz drauf sein. Und dass sogar jetzt die Wirtschaftswoche in ihrer Studie belegt hat, dass die besten Zukunftschancen in Deutschland ein paar wenige Städte haben. Und Heidelberg gehört dazu. Das war eigentlich in dieser Form noch nie der Fall und schafft uns wirklich eine tolle Perspektive für die Zukunft. So, jetzt guckt mich meine liebe Frau schon wieder an und sagt, Eckert, jetzt muss er langsam zum Schluss kommen. Wir wollen ja schließlich auch noch ein bisschen miteinander reden und quatschen, deswegen mache ich es jetzt ein bisschen schneller. Wissenschaft, Universität entwickelt sich toll, mittlerweile haben wir fast 40.000 Studenten. Aber das NCT will aufstocken, ist auch wichtig, das Nationale Zentrum für Tumortherapie. Das Deutsche Krebsforschungszentrum will sich entwickeln. Ja, sagen wir es toll, macht das. Auch die Krebsklinik, die Universitätsklinik, super, toll. Wir sind auch froh, dass es uns nicht gehört wie den Mannheimern. Wir haben gerade 36 Millionen bezahlt für ihr eigenes Stadtkrankenhaus. Wir haben keins, Gott sei Dank. Aber was wir brauchen, ist auch eine Entwicklungsperspektive für diese Einrichtungen. Und die liegen nun mal alle im Neuenheimer Feld. Und wir müssen jetzt mit dem Gemeinderat eine Lösung finden, wie die sich entwickeln können. Gleichzeitig auch die Handschussheimer, die Gärtnervereinigung, auch die Bevölkerung mitnehmen. Aber wir brauchen ein Konzept. Und das ist für Heidelberg zwingend. Da müssen wir alle bereit sein, auch einen Weg mitzugehen und nicht Mauern hochzuziehen. Das war schon immer so und der Klausenpfad, der ist noch nie übertreten worden und wer dann. Das geht nicht. Wir müssen uns hier wirklich offen miteinander unterhalten. Ich hoffe, dass wir mit dem Masterplan da jetzt eine große Tür aufstoßen. Und ich hoffe, dass die Heidelberger das auch mittragen. Wäre jedenfalls toll.
beruhigt mich schon mal ein bisschen. Beruhigt mich schon mal ein bisschen, weil die Diskussion in Handschuss haben, die wird heftig, das ist mir schon klar. Gut. Kultur nur ganz kurz. Toll, was wir alles haben. Man kann es fast gar nicht alles aufzählen, was das Theater macht, mit Alle Lande, mit dem Enjoy Jazz Festival, mit dem Filmfestival, was wir haben. Wir haben jetzt auch ganz tolle Kooperationen mit neuen Partnern. Wenn Sie mal durch das Stadtgebiet fahren, dann stellen Sie auf einmal fest, war früher mal so eine alte Hauswand. Mittlerweile ist da ein wunderschönes Bild. Es kann einem gefallen oder nicht. Es regt aber zum Denken an. Es ist modern, es ist weltoffen. Pascal Baumgärtner war mal Stadtrat. Jetzt macht er was Sinnvolles. Hat jetzt eine, Entschuldigung, hat sich jetzt eine ganz tolle Sache überlegt, indem er gesagt hat, ich versuche mal Kunst auf solche Wände zu bringen, und hat tolle Ideen entwickelt, die Stadt damit auch mit dem Metropolin-Festival ausgestattet, genauso wie das unsere Tanzkompanien sind. Also es ist ein, macht richtig Spaß, auch die Stadtwerke, tolles Unternehmen kann ich nur sagen, bauen mittlerweile ganze Wärmespeicher, das wird das neue Wahrzeichen, nicht nur für den Pfaffengrund, sondern für Heidelberg werden. Da stand früher mal der Gaskessel, wenn Sie in den Pfaffengrund gefahren sind, da wird in Zukunft wieder ein Kessel stehen, nur nicht mit Gas gefüllt, sondern mit heißem Wasser. Daraus produzieren wir dann mit den Stadtwerken Kälte im Sommer für Büros, auch das ist möglich, quasi so eine Kühlschranktechnik, oder wir nutzen die Wärme. Also, ein tolles Konzept. Bin froh, dass die Stadtwerke auch so modern aufgestellt sind und in diese Richtung gehen. Und natürlich das Thema Digitales, ich hatte es vorhin angesprochen, für uns alle Städte von großer Bedeutung. Wir greifen das auf, auch mit neuen Strukturen. Wir haben eine neue Digitalagentur gegründet und werden auch den Technologiepark damit ausstatten. Alles geht aber nur, wenn wir tolle Vereine haben. Wir haben über 2000 davon in Heidelberg. Alleine der Sportbereich, 120 Sportvereine, die eine super Arbeit leisten, ob das Bewegung für Ältere ist oder für Kinder. Bin froh, dass wir jetzt auch ein neues Sportstadion bauen können, endlich für die Größe von Heidelberg absolut angemessen an der Speyerer Straße. Für etwa 5000 Zuschauer wird das auch eine tolle Perspektive für Heidelberg ergeben. Die Sportler warten schon sehnsüchtig drauf. Die Turner warten auf ihre Erweiterungsmöglichkeiten und viele andere auch. Also ich glaube, wir haben da einen sehr engen Schulterschluss, arbeiten engstens zusammen. Und natürlich auch auf der internationalen Ebene, das hatte ich ja gesagt, mit Palo Alto, mit Hangzhou, das ist das Silicon Valley in China, und mit vielen weiteren Partnern. Wenn wir international bestehen wollen, müssen wir das, und das machen wir eigentlich sehr gut. Ja, in diesem Sinne möchte ich einfach nur sagen, toll, dass Sie heute hier sind. Ich hoffe, ich konnte Ihnen einen kleinen Überblick geben, was alles in Heidelberg passiert. Und das ist nur ein ganz kleiner Ausschnitt. Ich hoffe, Sie haben gemerkt, in Heidelberg bewegt sich vieles, aber immer genauso, wie wir auch begonnen haben. Wir wissen unsere Schätze, wie unsere ganzen Kulturschätze zu schützen. Gleichzeitig wollen wir der Stadt aber auch eine Zukunftsperspektive bieten. Das machen wir gemeinsam. Das wollen wir auch im Jahr 2018 so machen. Deswegen gehe ich nächste Woche mit dem Gemeinderat auch nochmal 2 Tage in Klausur, um den Haushalt zu diskutieren, den wir Ende des Jahres beschließen. Und ich bin sicher, wir alle, wenn wir mal ein bisschen in uns gehen, können uns glücklich schätzen, in einer solchen Stadt zu leben, in der diese Vielfalt geboten wird, in der diese Toleranz gelebt wird, in der sich jeder so entfalten kann, wie er das möchte, mit so einer tollen Unterstützung auch aus der Politik, dann will man eigentlich gar nicht mehr wegziehen. Ich freue mich jedenfalls, dass ich hier Oberbürgermeister sein darf. Ich glaube, ich darf das auch im Namen der Bürgermeister sagen und der ganzen Verwaltung. Wir machen das gerne für Sie. Und in diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen jetzt vor allem einen tollen Start ins Jahr 2018. Bleiben Sie vor allem gesund. Denken Sie mal an Ihre Nachbarn, schalten Sie mal das Handy im Bus ab und quatschen Sie oder reden Sie mal einfach mit Ihrem Nachbarn. Das trägt viel dazu bei. Dass das soziale Miteinander auch wirklich gelebt wird. In diesem Sinne, gutes Neues und guten Start ins Jahr 2018. Vielen Dank.